warum ich jetzt hier in Sevilla, Spanien, auf dem Plaza de España so zusammenzucke und auch die Augen zumache, ist, weil der Wind hier gerade durch den Springbrunnen hinter mir durchpustet und mich hier einnebelt, aber sehr angenehm bei fast 40 Grad hier in Sevilla. Ich möchte heute ganz kurz in unserem Video-Update über Haiti sprechen. Aber ich möchte nicht über die Waisenkinder, die wir seit vielen, vielen Jahren dort versorgen, sprechen. Auch nicht über die Erdbebenopfer von 2010, die zum Teil immer noch leiden, selbst nach 7 Jahren. Ich möchte heute über Gefangene sprechen in den Gefängnissen von Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti. Vielleicht haben Sie es in den Medien gelesen, in den Nachrichten gehört, etliche Gefangene sind in ihren Zellen tatsächlich verhungert. Kaum vorstellbar, aber so ist es. Und wir helfen diesen Menschen im Moment. Sie werden sich sicherlich fragen, und ich gebe Ihnen recht, ich würde mich selber das fragen, warum macht das nicht die Regierung, warum machen das nicht die Behörden? Ich kann es nicht beantworten, aber es ist so, Gefangene sterben dort an Hunger. Und unsere Meinung ist, egal was diese Menschen gemacht haben, selbst wenn sie schwer und Schwerstverbrecher sind, haben sie doch ein Anrecht auf ein tägliches Essen. Und das ist das, was wir im Moment tun, solange sich die Situation nicht verbessert hat. Wir helfen natürlich nach wie vor den Waisenkindern in Haiti, und keinem Waisenkind wird auch nur ein Krümel Brot oder auch nur eine Handvoll Reis weggenommen wegen der Gefangenen, sondern das machen wir im Moment. Die Gefangenenversorgung machen wir im Moment einfach noch obendrauf. Ich möchte mich bedanken für Ihre Unterstützung bis dahin, und tun Sie es auch bitte weiterhin, selbst bei so einem ungewöhnlichen Projekt wie gerade in Haiti.